Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 2 auf meinem Kanal. Ja, es wird langsam immer voller hier. Die Züge nehmen immer mehr mit. Immer mehr Güter kommen hier an. Es sieht also alles schon mal sehr gut aus. Gewinn machen wir zwar noch nicht, aber das ist ja klar, er macht ja eine komplette Leerfahrt. Ja, hier geht es eigentlich auch ganz gut. Hier LKW 2 haben wir hier sogar zweimal ankommen. Einmal in die Richtung, einmal in die Richtung. Warum nimmt der denn nochmal Schlacke damit? Wir haben dort extra eine Schlacke-LKW-Linie. Naja, egal. Lassen wir das einfach so. Ja, meine Freunde, in der heutigen Folge wollen wir nochmal gerade gucken. Das haben wir jetzt hier endlich so an den Diagramm entladen. Ja, so langsam wird das. Jetzt haben wir irgendwie so einen Schub gekriegt. Oh ja, Einkaufsmöglichkeiten ist nochmal deutlich gestiegen. Ganz kurz raustappen. So, das ist wichtig. Ich ziehe nämlich um. Und jetzt musste ich mal gerade noch was antworten. So, aber jetzt bin ich wieder voll da. Perfekt, das haben wir. Hier möchte ich halt ja, wie gesagt, das Container-Typ. Aber sonst geht es euch noch ganz gut, oder was? Also, so nicht, meine Freunde. So nicht. Ich könnte gerne hier weiterbauen. Aber nicht in meinen. In mein Sperrgebiet hier. So nicht. Mal gucken, auch wenn natürlich die Stadt nachher sich da echt den Platz nimmt, ist das natürlich dann schon ziemlich blöde. Soll mal im Auge behalten. Würde mich ja freuen, wenn Minden hier mal ein bisschen flächenmäßig wachsen würde. Tut's aber nicht. Zumindest fällt mir das jetzt so nicht auf. Ich will es gar nicht wissen. Ja. Auch soweit ganz gut. Jetzt können wir mal noch hier uns ein bisschen um unsere Güterlinie hier kümmern. Wir haben ja hier, der fährt, fährt der überhaupt? Agrarminden. 440. Alter, ja. Fahrzeuge. Habe ich die drei Stück. Der nimmt irgendwie immer noch mal wieder Güter mit oder so, kann das sein? Der nimmt immer mal wieder Güter mit. Warum? Ach so, weil der dann die Güter für den mitnimmt. Was steht denn hier jetzt? Ein Tanker. Oder hat auf zwei Wege gewartet. Die sind auch schon uralt, die Züge. 40 Jahre. Ja, aber anscheinend, wenn ich die jetzt hier tausche, 55 Jahre alt, muss ich wohl irgendwie immer was von diesen. Muss ich immer was mit denen hier mitnehmen? Und das ist natürlich irgendwie doof. Das will ich eigentlich gar nicht. Da habe ich schon eine Idee, was wir machen. Wir bringen den Bahnhof hier. Den gehen wir gleich nochmal ein weiteres Gleis. Weil hier fahren Züge lang. Das ist einmal die, bitte an den hier hinten lang, können wir uns eigentlich auch egal. Die Kohlezüge, beziehungsweise Eisenerz und Öl fährt hier durch. Ich verstehe noch nicht, warum der Ölzug da mit drauf geht. Macht doch gar keinen Sinn. Ne, macht doch gar keinen Sinn. Bremst den nur aus. Das müssen wir mal ändern. Weil dann können wir das Gleis nämlich noch anderweitig benutzen. Da habe ich nämlich eine richtig gute Idee. Kohle, Lokschuppen, Treibstofföl. Ist der hier irgendein Wegpunkt? Ja doch, guck mal, er fährt über Wegpunkt 6. Nee, Wegpunkt. Wegpunkt 2, Entschuldigung. Den wegnehme. Ändert sich nichts.
Nebengleis. Wir haben ja hier noch einen Wegpunkt. Wir kommen aus... da ist Dattenberg Nebengleis. Bad Füll Linksbums Ost. Das müsste der hier unten sein. Ne, das ist mitten Abzweig. Wo ist er denn hier? Na, da auf jeden Fall nicht. Hier. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt den... Ach, guck mal, der hält ja doch hier an. Ach, der bringt hier... Ah, ja gut, das wird er jetzt nicht mehr machen in Zukunft. Dann fliegt nämlich der hier auch raus. Und dann fährt er über den hier. So, weil das werde ich nämlich jetzt komplett umstrukturieren. Das natürlich so schlau ist. Weiß es nicht. Wenn wir jetzt mal gerade die Stadt hier einmal abschneiden von den Hütern. Da ist das halt so, wie es ist. Kann ich nicht ändern. So, und der Agrarzug, der wird jetzt nur solche bekommen. Fahrzeugersatz. Und jetzt kommt hier endlich unsere Vectron. Endlich holen wir uns das in der Vectron. Wir hatten ja immer noch keine. Muss nicht unbedingt DB sein. Natürlich jetzt auch nicht gerade billig, ne? Hier, guck mal, so eine schöne schwarze. Die Fake-Version. Wo ist denn hier nicht der Unterschied? So, die haben einen Zugnamen. Zoe oder Lea? Zoe klingt ganz gut. Oder Lea? Nehmen wir Lea. So. Güter. Wo sind denn unsere Wagen hier? Habe ich die überhaupt schon drin? Ich habe die, glaube ich, noch gar nicht gesehen, oder? Doch. Die hatte ich schon mal gesehen. Da sind sie. Und dann nehmen wir natürlich nur Getreide. Lebensmittel. Doch, das ist egal. Ich kann auch Lebensmittel nur mitnehmen. Das ist wurscht, das kann er machen. Dann brauche ich doch nicht großartig mal was umstellen. Wie lang ist der? 320 wahrscheinlich, ne? 360 Meter sogar. Was? 360 Meter. 75%. Sofort ersetzen, ja. Sind wir mal gespannt. Könnte sogar noch ein Tickchen länger sein, wa? Stopp, Pause. Der Bahnhof ist 400 Meter lang. Wie lang ist der hier in Minden? Wenn der natürlich auch 400 Meter lang ist, dann können wir den nochmal zwei, drei Waggons mehr geben. 360. Ah, schon alles Hand und Fuß hier, ne? Was ich vor 2 Jahren mal gebaut habe. So. Müsste es ja nicht ändern. Oh. Krass. Die natürlich jetzt richtig Dampf, ne? Also 8700 PS ausgezeichnet. Die geht richtig ab. Ein langer Zug, 1000 Tonnen knapp. Was? Falsche Taste. Das ist auch eine coole Kamera. Man schön die Drehgestelle unten, die sich so bewegen. Ja. Ja, cool. Somit haben wir jetzt auch unsere erste Vectron hier drauf. So, und jetzt kommt die Linie, die ich mir noch vorgestellt habe. Wie heißt denn der das Café hier hinten? Bad Füssing. Dann wird das einmal ein... Was ist denn mal genannt? Treibstoffgüter?
Die Güter. Teiler. Güter, Güter, ah, das ist doch. Güter. Binden. Bad Bissingen. So. Ist egal. So, der fährt ja nämlich hier los. Das ist mal eine Farbe, die man noch gut sieht. Au. Weil hier geht nämlich nichts Blaues durch. So. Und dann fährt er nämlich einfach nur hier hin. Zack. So, dann haben wir natürlich jetzt gleich... Ich werde nur zwei Züge fahren lassen, weil es ohnehin schon voll genug ist. Genau. Also ein anderes freies Gleis, wo wir rüberfahren können. Tata, könnten wir hier oben schon lang fahren. Wenn ich den Zug jetzt natürlich ins Depot schicke, möchte den am liebsten im Rückweg darüber schicken, weil es einfach cool aussieht. Und auf dem anderen Weg. Da fährt gerade einer. Ja, fährst du auch hier lang? Ja. Ne, halt, das geht nicht, ist klar. Binden. Wir fahren schon so viele. Fährst du da? Oder? Ja, ist ja eigentlich... Einiges ist wurscht. So, müssen wir nur gucken, dass wir hier vernünftig rumkommen. Hier sind viele Linien, aber da hält eigentlich gar kein Zug, ne? Doch. Muss man sehen, dass ich von dem Gelben jetzt... Geht doch sogar. So, weil ich da nicht rüberkomme, muss ich hier mitten das andere Gleis nehmen. Ja... Aber ich muss jetzt, wenn ich von hier komme, den Wegpunkt habe, muss ich hier den Wegpunkt auch noch nehmen. So. Genau. Ich will von hier natürlich immer quer über alles rüberfahren. Aber das mache ich mit dem Gelben ja auch. Also von daher geht das eigentlich. Und dann geht es nämlich da wieder hin. Oh, guck mal, jetzt sieht er mal, was hier schon abgeht. Perfekt. Das kann so bleiben. Hier stehen nämlich schon richtig viele Güter. Und das werde ich jetzt mal gucken, was für einen Zug wir jetzt hier draufsetzen. Natürlich jetzt hier kein Depot. Natürlich wieder belastend. Ich will da so eins nebensetzen. Das finde ich immer richtig hässlich, weil ich die mal wieder nie abreise. Trottel. Oh, das war heute schon wieder. Jetzt müssen wir wieder ein Autosave. So. Ruanda. Ruanda. 240 Meter maximal. Ne, 280 Meter maximal. Und da nehmen wir. Was haben wir denn so Schönes? Nochmal 140. Ich fährt noch 110, das ist so langsam. Ich kann die anderen Züge nicht ausbremsen, die hier fahren. Das kann ich nicht machen. Wo wir eigentlich sehr wenig DB Cargo hier rumfahren haben. Nehmen wir mal eine stinknormale DB Cargo. Rallion, den ich mag ich nicht so gerne. Cargo. Zack. So, Güter. Wir müssen ja im Prinzip alles transportieren. Also. Durch der 48 Einheiten Sprit. 70 Einheiten Sprit. Dann. Nein, der kann leider nicht so viel transportieren. Dann bekommen wir noch. Und was denn jetzt hier? Da.
können wir Maschinen und so einen Scheiß mitfahren. Da kann ich ja eher die hier nehmen. Können wir alles mit transportieren, bis auf Treibstoff, weil den haben wir ja hier. Können ja alles mit transportieren. Wenn 120 Sachen da mitfahren. Also wie gesagt, 280 Meter, ne? Kling, 272, einer geht noch. 288 Meter. So. Klonen wir den einmal. Zwei Züge. Und ab auf die Linie. So. Mal sehen, wie schnell die sich zusammenfahren werden. DB Cargo, das werde ich jetzt gleich wieder abreißen. Den werde ich jetzt dann einmal... Nimmt der jetzt dann eigentlich hier was mit? Halt, das muss ich mal gerade gucken. Nee, eigentlich nimmt der nichts mit, ne? Oh, der hat ja keinen Anschluss zu irgendwas. Wäre natürlich blöd, wenn der jetzt auch noch Getreide mitnimmt. Boah, jetzt haben wir den Zug aber mal ausgebremst hier, den. Ich bin schon fast im Überlegen, ob man das hier noch dreigleisig oder so baut. Kann der wieder losfahren. Gucken, ob ich da noch ein Signal hinsetze. Ja, aber er fährt seine 120. Ah, komm, die Fahrt gönnen wir uns jetzt noch. Machen wir die Folge ein bisschen länger. Die Züge sind echt dicht hintereinander hier, aber ich finde das auch ganz cool. Jetzt geht es mal schön durch Minden durch. Was haben wir hier für Ansichten? Coole Ansicht, coole Ansicht. Ah, die Ansicht ist scheiße. Fahren wir in der Ansicht oder fahren wir in der Ansicht? Fahren wir in der Ansicht. Dann sieht man ein bisschen mehr. Genau, jetzt geht es hier mal wieder durch Minden durch. Einmal durch die Pfeiler von der Oberleitung, von der Straßenbahn. Und wir fahren hier schön mit 120 echt konstant durch, ne? Alles grün. Ein paar Bäume hängen hier im Weg. Wir müssen echt nicht abbremsen, das ist natürlich gut. Jetzt müssen wir langsam ein bisschen runter. Hier im Museum vorbei. Muss mal gucken, ob ich jetzt hier noch dann wirklich mehr Leute hinsetze. Jetzt haben wir rot. Ach du Scheiße. Ich weiß auch warum. Pause. Weil hier der Zug drin steht. Ah. Hier müssen wir natürlich jetzt mal wegmachen. Jetzt belastend. Jetzt haben wir natürlich jetzt den ganzen Verkehr auf hier. Vergessen. Wahrscheinlich habe ich mir das schon sehr längst geschrieben und gesagt, hey, pass auf. Du musst doch da noch deine Finger wegmachen. Wo ist denn der Zug jetzt? Ganz schnell weg hier. Er hat leider nur 10 km/h. Natürlich jetzt belastend. Jetzt halten wir hier wirklich. Hier ist der Zugverkehr. Was? Da ist der Fahr schneller. Los. Gut. Jetzt kommt er. Perfekt. Gehen wir wieder ein. So, fahren wir hier einmal schön durch. Schön durch die DB Schenker Halle hier. Sieht doch ganz gut aus. Mal sehen, lassen wir jetzt einen vorbei. Warten auf freie Wege. Achso, die blockieren sich ja gerade gegenseitig.
Könnte sein, dass jetzt dann erst der andere Vorrang bekommt. Recht dicht hintereinander. Hier ist auch gar nicht mehr voll. Ist überhaupt aus, so mit Einnahmen. Ah. Oh, jetzt darf erst der Zug durfte überholen. Das finde ich ganz gut. So, jetzt müssten wir eigentlich auch dann gleich los dürfen. Jetzt sind wir. Da kommt schon der nächste. Oh, die sind echt dicht hintereinander. Ja, dann haben wir natürlich jetzt hier oben den Bahnhof dann doch endlich mal wieder ein bisschen eingebunden, was ich ja schon jetzt längere Zeit vorhatte. Was dann jetzt endlich geklappt hat. Fahren hier auch schön durch die Weichen rüber. Das ganze Weichenfeld müsste ich eigentlich auch nochmal bearbeiten. Da sind so viele Hückel und Hugel und das sieht einfach nur scheiße aus. So, und jetzt fahren wir hier hoch. Und dann stehen da auch schon die ersten Güter. Weg, jetzt muss ich einmal ganz kurz nach hinten fliegen. Den anderen losschicken. Die Linie. Schnell, 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 schnell. Zack. Jetzt haben wir hier schon ein paar Steine stehen. Kommt ja nicht alles an. Sprit kommt an. Wir können hier alles mitnehmen. Zug zu lang. Naja, eigentlich im Prinzip ist er ein Waggon zu lang. Naja, egal. Und dann fahren wir wieder raus. Wir erstmal schön warten. Hier ein Signal oder hält der hier einfach nur an? Wir können eigentlich hier ein Signal noch hinsetzen. Dann können die Züge wenigstens schon bis hier unten hinfahren. Genau. So, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen und ein Abo da. Und ich sage, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.